Tagesordnungspunkt 11 auf, Umsetzung Notfallplanung Asylunterbringung im Haushaltsvollzug. In der Reihenfolge der Fraktionen beginnt die CDU-Fraktion. Herr Bürgermeister, das ist ja ein Antrag, der die Verwaltung letztlich ermächtigt, die notwendigen Ausgaben für die Pflichtaufgabe zur Unterbringung der Asylbewerber zu treffen. Der Ausschussbericht ist eindeutig, es ist uns dennoch nicht leicht gefallen, dazu zu stimmen, weil er letztlich keine Begrenzung beinhaltet. Wir haben uns das lange überlegt, wir haben auch im Finanzausschuss diskutiert, aber ich denke, es ist eine Maßnahme, die wir jetzt einfach treffen müssen. Wer weiß, was auf uns zukommt, was im Gefolge dieses EU-Gipfels, der ja heute gerade erst tagt, dann kommt, ob dann, wie viel das mit den Kontingenten aussieht und so weiter, kurz und gut. In diesem speziellen Fall sind wir doch zur Überzeugung gekommen, dass die Verwaltung dort freie Hand braucht, auch wenn es uns schwerfällt. Wir werden zustimmen, wir können es empfehlen, dass andere auch zustimmen. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, steht das Wort. Bündnis 90 Die Grünen. Frau Hatzendorf? Herr Schmählich? Wenn er will oder muss, je nachdem. Frei von Zwang. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Vorlage 917 bittet die Verwaltung uns als Stadtrat eine überplanmäßige Ausgabenermächtigung für die Umsetzung der Notfallplanung Asylunterbringung zu erteilen. Mal abgesehen davon, dass möglicherweise heute der Begriff Notfallplanung etwas übertrieben klingt, weil ich glaube schon, dass es mittlerweile möglich ist, auch in dieser Frage uns der Herausforderung einer planvollen Gestaltung sicherzustellen. Wir möchten, ähnlich wie das eben gerade auch der Dr. Böhmekorn formuliert hat und auch der Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften das ja auch beschlossen hat, der Verwaltung gerne diese Ausgabenermächtigung erteilen, weil unser Vertrauen in die Klugheit der Stadtverwaltung durchaus groß ist, aber es ist nicht grenzenlos. Und da sei ein Blick auf die Entscheidungssituation dieses Stadtrates, die genau 3 Monate zurückliegt, noch einmal erlaubt. Am 10. Dezember hat eine sehr knappe Mehrheit dieses Stadtrats gegen die Stimmen von CDU, FDP und AfD 3 Vorlagen vertagt und die Vorlage zur Großenhainer Straße noch einmal der Verwaltung zur Nachverhandlung zurückgegeben. Die CDU echauffierte sich seinerzeit in der Debatte und forderte auf, dass wir hier bremsen würden und man sogar den Oberbürgermeister, Dr. Brauns, glaube ich, Sie waren das, aufforderte, künftig den Stadtrat gar nicht mehr zu fragen, wenn es um die Frage von Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen geht. Ich wiederhole, trotz eindeutiger Warnungen, auch durch den Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann, der in der Debatte den Druck dadurch aufzubauen versuchte, dass er erheblichen Schaden für die Stadt prognostizierte und unter anderem die vorgesehenen Container dann nicht mehr verfügbar waren, trotz dieser Cassandra-Rufe haben wir uns für eine nachhaltige Lösung gegenüber der damals sehr teuer erscheinenden Containeranschaffung stark gemacht und dafür geworben. Natürlich haben wir auch damals nicht gewusst, dass die Flüchtlingsprognosen, die den Vorlagen zugrunde lagen, sich in den jetzt eingetretenen Größenordnungen vermindern. So gesehen hatten wir mit der Entscheidung auch ein wenig Glück. Aber es war das Glück des Tüchtigen. Ja, diese Entscheidung, lieber Herr Vorjohann, der Sie ja seinerzeit uns allen eine zittrige Hand bescheinigten, diese zittrige Hand hat die Landeshauptstadt vor Ausgaben in Höhe von 42,5 Millionen Euro bewahrt. 42,5 Millionen Euro, die nicht abgedeckt worden wären durch entsprechende Zuschüsse des Freistaates, wie wir zwischenzeitlich wissen. Darauf hatte übrigens auch der Kollege Blümel seinerzeit in der Debatte hingewiesen.
Wenn also verantwortungsvolle Überlegungen gerne auch mit dem Ergebnis, dass bei der Abstimmung dann irgendeine Hand zittert, die in der Lage sind, die Stadt vor einem so erheblichen finanziellen Nachteil und Schaden zu bewahren, dann sollten wir alle anstreben, künftig mehr mit zittriger Hand zu entscheiden. Aus dem Grunde schlagen wir als Ergänzungsvorschlag zu der Vorlage der Verwaltung folgenden Zusatz in dem Punkt 1 vor dem letzten Satz vor. Ausgenommen hiervon sind solche Ausgaben, die der Vorratsbeschaffung mobiler Raumeinheiten, Klammer auf, Containern dienen. Wir bitten Sie, diesem Ergänzungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. Ob ich den Antrag im Text gleich noch mal bekommen kann? Das wäre sehr schön. SPD-Fraktion? Sichtet. FDP, Freie Bürger, Professor Gebe. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das, was wir hier im Antrag heute hier sehen, und das ist klar, es geht um Notfälle. Notfälle erfordern schnelle Lösungen. Dazu ist das, was hier im Antrag steht, zeigt das, und das findet auch unsere Unterstützung als FDP-Freie Bürgerfraktion. Aber wir müssen eins beachten, bei all diesen Entscheidungen, auch wenn es um Notfälle geht, es geht hier um viel Geld. Und deswegen ist Transparenz zwingend erforderlich. Transparenz muss gewährleistet sein, denn das sind wir den Bürgern der Stadt schuldig. Und das ist bei diesen schnellen Entscheidungen, die wir hier treffen mussten, die wir vielleicht noch treffen müssen, extrem wichtig. Und ein Punkt, der uns da als FDP-Freie Bürger und auch anderen Fraktionen hier aufgestoßen ist, sind eben dann Entscheidungen wie Kauf des Hotels Prinz Eugen durch die Stesat. Eine Entscheidung, wo wir beantragt haben, Akteneinsicht zu nehmen, wo wir als Fraktion, die nicht Mitglied im Aufsichtsrat sind, keine Möglichkeit haben und hatten, diesen Prozess mit zu verfolgen. Solche Entscheidungen, die auch, und so wurde uns ja bestätigt, einem Notfall entsprechend angemessen sicherlich sein mögen. Solche Entscheidungen sollten aber dann, wenn sie getroffen werden, auch transparent sein. Und so sehen wir es eigentlich auch mit diesem Antrag. Wenn solche Dinge erforderlich sind, wenn Notfälle bestehen, wo die Stadt handeln muss und auch handeln soll, und das wollen wir hier ermöglichen, sollte immer die Transparenz im Vordergrund stehen. Das sind wir den Bürgern schuldig. Dankeschön. Vielen Dank. AfD-Fraktion. Herr Vogel. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, das ist eine unlimitierte Ermächtigung für Notfälle. Notfälle sind auch nicht definiert. Wir entscheiden hier für eine Größenordnung, die wir gar nicht wissen, wie groß die sein wird. Ohne Limite, ohne Budgets. Und deshalb werden wir diesem Antrag nicht zustimmen können. Wir werden uns hier enthalten. Wir bitten einfach auch budgetmäßig auf den entsprechenden Etatstellen dann auch Budgets zu erstellen. Denn uns ist in diesem Lande schon mal gesagt worden, wir schaffen das. Ob wir das Finanzielle dann hier in Dresden schaffen, das ist dann die große Frage und die muss hinterfragt werden. Wir sollten uns als Stadtrat da auch als ehrbare Kaufleute und auch Verantwortungsträger in finanzieller Hinsicht im Sinne unserer Bürgerschaft verstehen und können hier nicht unlimitiert eine Freigabe für Finanzen verfügen. Darum bitte ich einfach, das zu beachten und die Verantwortung zu übernehmen und hier nicht grenzenlos zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit beendet. Nächster Redner ist Herr Bauer, der auch einen Antrag einbringt. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, die schon im Dezember vergangenen Jahres, als die Umsorgung und Unterbringung von Asylbewerbern gleich fünfmal auf der Tagesordnung stand, beantragen wir als NPD-Gruppe auch heute wieder die vollständige Ersetzung der Vorlage der Stadtverwaltung. An unserer damaligen Argumentation hat sich nichts geändert, genauso wenig wie am Politikversagen der Bundesregierung und der damit einhergehenden massenhaften illegalen Einwanderung in unser Land.
Ich betone nochmals, dass ich die Weigerung der Bundesregierung zur sofortigen Sicherung unserer Grenzen und der konsequenten Umsetzung des Artikels 16a im Grundgesetz, in dem explizit steht, dass ausschließlich politisch Verfolgte ein Recht auf Asyl in Deutschland haben, die zudem nicht über einen sicheren Drittstaat hier eingereist sind, dass es sich dabei um einen planmäßigen Rechtsbruch handelt. Diese Auffassung, die wir als NPD vertreten, wird im Übrigen auch geteilt von den beiden ehemaligen Verfassungsrichtern Hans-Jürgen Papier und Udo Di Fabio, die das ganz genauso sehen und die vehement auf die Gefährdung der verfassungsgemäßen Ordnung unseres Landes hinweisen. Somit wäre es ein Unding und ist es ein Unding, wenn wir als Kommune uns hinter dem Feigenblatt verstecken, dass wir also eine vermeintliche Pflichtaufgabe haben, dass wir uns um die Umsorgung der Asylbewerber hier kümmern müssen, während weder die Bundes- noch die Landesregierung bereit sind, diese illegale Einwanderung wirksam aufzuhalten und die abgelehnten Asylbewerber, das ist nämlich Landesaufgabe, entsprechend konsequent in ihre Heimatländer zurückzuführen. Denn obwohl der Freistaat Sachsen verpflichtet ist, für die Ausweisung derjenigen zu sorgen, die nicht rechtmäßig in unser Land kommen, und das ist weit mehr als die Hälfte, das sind eher zwei Drittel derjenigen, die hier illegal über die Grenze zu uns kommen, wird eben tatsächlich nur ein ganz geringer Teil, ein Bruchteil davon, wird dann tatsächlich in ihre Heimatländer zurückgeführt. Dadurch entsteht der verhängnisvolle Eindruck, dass es, wer es einmal nach Deutschland geschafft hat, hier bleiben kann und der sich dann keine Gedanken darüber machen braucht, wieder nach Hause abgeschoben zu werden. Zusammen mit den nach wie vor bestehenden Anreizen, die die Bundesregierung mit ihrer laxen Asylpolitik schafft, ist das eine unheilvolle Mischung, die von unseren östlichen und südlichen Nachbarn, wie wir mittlerweile wissen, auch gerade Österreich hat sich jetzt dazu entschlossen, die darüber nur noch mit dem Kopf schütteln, was wir hier in Deutschland für eine Regierung haben, was wir hier für eine sinnfreie Asylpolitik haben. Und letzten Endes sind es unsere Nachbarstaaten, vor allen Dingen die im Südosten, die diese Wahnsinnspolitik, die dieses Politikversagen der Bundesregierung ausbaden müssen, weil sie nämlich die Transitländer für diejenigen sind, die hier zu uns nach Deutschland kommen wollen. Ich bleibe dabei, es ist unsere Pflicht als Stadträte, dass wir uns diesen Irrsinn verweigern, dass wir die weitere Aufnahme von Flüchtlingen strikt ablehnen. Und nur wenn wir als Kommunen uns endlich zur Wehr setzen und wenn wir endlich bereit sind, dem etwas entgegenzusetzen, ist ein Einlenken der Bundesregierung zu erwarten. Wir haben es also selber in der Hand, heute hier Rückgrat zu zeigen und uns an die Spitze des Widerstandes gegen diese katastrophale Asylpolitik der Bundesregierung zu stellen. Sie alle als gute Staatsbürger kennen natürlich das Grundgesetz und Sie kennen den Artikel 20, denn dort steht nämlich geschrieben, dass jeder das Recht hat, wenn die verfassungsgemäße Ordnung unseres Landes in Gefahr ist, Widerstand zu leisten. Ich glaube, niemand hier im Saal wird abstreiten wollen, dass es soweit ist, dass die verfassungsgemäße Ordnung unseres Landes definitiv in Gefahr ist. Und ich bitte Sie daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Grundsätzlich bitte ich jetzt keine längere Ausführung zu diesem Beitrag machen. Es ist nur durch die Vereinnahmung des Wortes, niemand wird anderer Auffassung sein, kann natürlich diese elementare Verkennung der Rechtswirkung des Grundgesetzes nicht unwidersprochen hier zugehört werden. Dass nun ganz offensichtlich die Voraussetzungen des Widerstandsrechts des Grundgesetzes nicht erfüllt sind, ist genauso eindeutig, wie hier trotz aller Meinungsverschiedenheiten, vielleicht bei den Details, wie wir als Landeshauptstadt Dresden damit umgehen, dass allein man im Grundgesetz nur den allerersten Artikel lesen muss, um eigentlich klar zu wissen, worum es hier geht. Und dieser Antrag, der insofern eine Aufforderung zum Rechtsbruch darstellen würde, natürlich definitiv nicht weiter verfolgt werden könnte, wenn er umgesetzt wird. Ich möchte aber durchaus dem Plenum trotz dieses offensichtlich rechtswidrigen Textes des Beschlusses gerne die Gelegenheit geben, ein klares politisches Signal aufzugeben und diesen Antrag entsprechend auch abzulehnen an der Stelle. Ich sehe zu dem Tagesordnungspunkt keine weiteren Wortmeldungen, doch sie kommen noch. Herr Krien möchte nochmal und Herr Dr. Böhmekorn. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen aufgefallen ist, dieser kleine freudsche Versprecher,
Und Herrn Schmählich. Herr Schmählich, ich weiß nicht, wie gut Sie Homer gelesen haben. Sie haben gesagt, Herr, vor Ihrer Hand hat Cassandra geschreckt. Cassandra hatte am Ende recht. Sind Ihnen das bewusst gewesen, als Sie das gesagt haben? Ich denke eher nicht. Herr Dr. Böhmekorn. Bitte nur ganz kurz, es gab ja einen Änderungsantrag von Herrn Schmählich. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Ermächtigung ausdrücklich nur für den Ergebnishaushalt gilt. Das steht hier drin. Deshalb halten wir die Beschränkung von Investitionen für überflüssig. Aber wir haben heute schon genügend leere Polemik zu diesem Thema gehört. Und deshalb sagen wir einfach, wir halten ihn für überflüssig. Wir wollen Sie aber auch nicht hindern, wir enthalten uns zu dem Antrag. Ich trete damit ins Abstimmungsverfahren ein und rufe den Ersetzungsantrag, den Herr Bauer eingebracht hat, auf und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Der Antrag ist bei 2 Ja-Stimmen mit 57 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Ich rufe dann auf den Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Ich würde die Einfügung, die im ersten Beschlusspunkt zwischen dem vorletzten und dem letzten Satz vorgesehen ist, nochmal vorlesen und ganz kleine redaktionelle Änderung einflechten. Ausgenommen hiervon sind solche Ausgaben, die der Vorratsbeschaffung mobiler Raumeinheiten in Klammern Container dienen. Wenn Sie der Änderung Ihre Zustimmung erteilen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist der Änderungsantrag bei 36 Ja-Stimmen und 27 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen? Und ich, Frau Filius-Jene, wir sind noch nicht ganz durch mit der Abstimmung. Also wenn es abstimmungstechnisch relevant ist, ansonsten nach der Abstimmung. Dann würde ich zur Schlussabstimmung kommen und den um diese durch die Änderung geänderten Beschlussempfehlungstext des federführenden Ausschusses zur Abstimmung aufrufen und Sie um das entsprechende Handzeichen bitten, wenn Sie dem Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? 2. Enthaltung? Bei 58 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen so bestätigt. Und jetzt, Frau Pegosine, zur Geschäftsordnung. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, es gab ja hier vorhin mehrheitlich Beschluss, verschiedene Tagesordnungspunkte der Dringlichkeit halber vorzuziehen, damit unser Punkt 12, Kindeswohlasyl, in aller Ruhe und ohne Hektik behandelt werden kann, würde ich Sie bitten, den auf die nächste Stadtratssitzung zu vertagen. Und ansonsten würde ich sehr darum bitten, weil beim Thema Bußmann-Kapelle bin ich von der Einordnung an der in die Tagesordnung, Frau Müller, etwas überrumpelt worden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das ohne Debatte machen könnten. Ich ziehe meinen sozusagen geplanten Debattenbeitrag hiermit schon mal zurück. Dann geht es vielleicht schon. Gut, das war zunächst der Geschäftsordnungsantrag, den Tagesordnungspunkt 12 zu vertagen. Gibt es dazu Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie ums Handzeichen, wenn Sie für die Vertagung des Tagesordnungspunktes 12 sind.
20. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei wenigen Enthaltungen entsprechend vertagt. Wir kommen dann vereinbarungsgemäß zum Tagesordnungspunkt 27, Zuschuss der Landeshauptstadt Dresden zur baulichen Fertigstellung der Gedenkstätte Sophienkirche Bußmann-Kapelle. Gibt es, auch wenn einige schon verzichtet haben, sonst Redebedarf dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um das Handzeichen, wenn Sie der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist somit bei 42 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen so bestätigt. Wir zur Geschäftsordnung, Herr Dr. Böse. Ja, eine persönliche Erklärung. Ich habe mich der Stimme enthalten, weil ich das für rausgeschmissenes Geld halte, an dieser Stelle eine Gedenkstätte zu errichten. Ich fände es sinnvoller, an dieser Stelle die Kirche wieder zu errichten. Lassen Sie mich ausreden. Ich fände es sinnvoller, an dieser Stelle die Kirche wieder zu errichten und die Überreste von Walter Ulbricht dran vorbeizufahren, damit er sieht, dass er es nicht geschafft hat, die Kirche zu beseitigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir rufen